die bettelnde Witwe. Eine Geschichte, die Jesus erzählte. Das ist Waltraut. Waltraut ist Witwe. Zur Zeit Jesu hatten Witwen nur sehr wenig Rechte und waren in der Gesellschaft nicht sehr angesehen. Ihr Nachbar hat sie um 500 Euro betrogen. Geld, was sie dringend braucht. In ihrer Stadt gibt es einen Anwalt, der dafür bekannt ist, nur sehr reiche, angesehene Leute zu vertreten. Sie bittet ihn, ihren Fall anzunehmen, doch er weist sie nur schroff ab. Am nächsten Tag kommt Waltraut wieder und bittet ihn erneut. Erfolglos. Nachdem sie ihn wochenlang bedrängt, gibt er schließlich nach und nimmt Waltrauts Fall an. Jesus lobt Waltraut für ihre Hartnäckigkeit. Er fordert seine Zuhörer auf, Gott auf diese Art und Weise um etwas zu bitten, was sie brauchen. Denn wenn schon der ungerechte Anwalt nachgab, nachdem Waltraut ihn nur genug anflehte, wie viel mehr wird uns Gott, der ja ein guter Vater ist, das geben, um was wir ihn bitten?